Hallo Leute, seid gegrüßt, ich hoffe es geht euch gut und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute werden wir uns eine weitere Farbvariante von Laelia Anceps anschauen. Und zwar ist das die sogenannte Normalform Laelia Anceps Typo. Und dann würde ich sagen, starten wir los ins Video und schauen uns diese wunderschöne Laelia in der Nahaufnahme an. Los geht's! Und hier haben wir jetzt Laelia Anceps Typo in der Abendsonne. Ich hoffe nur, die Sonne ist nicht zu grell. Die Typo-Form, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Sepalen und Petalen fliederfarben sind und die Lippe lila bis purpurfarben. Der Schlund ist gelb mit purpurfarbenen Linien durchzogen und auch die Außenseite der Lippe ist in diesem dunkleren Farbton gehalten. Ich werde mal versuchen, etwas näher ran zu zoomen. So. Hier kann man noch mal schön die Details der Lippe sehen. Im Zentrum der Lippe haben wir auch diese Auswüchse oder kammartigen Strukturen in gelber Farbe. Und hier sehen wir noch mal diese wunderschönen purpurfarbenen Linien. In der Mitte haben wir dann die Säule, die die Pollenpakete trägt. Hier die zweite Blüte. Ja, wir sind jetzt in der Trockenzeit angekommen, das heißt, die Abendsonne ist ziemlich grell. Bei solchen zarten Farbformen, also Farbtönen, kann das vielleicht ein bisschen zu viel Sonnenlicht sein. Aber ich denke mal, man kann es gut erkennen. Bei der hier habe ich 9 cm in der Breite gemessen und 11 in der Höhe. Also ein bisschen kleiner als die Alba-Form. Natürlich gibt es auch größere Typo-Formen, dementsprechend auch kleinere. Das hängt von dem jeweiligen Klon ab, ja. Also das kann man nicht so über den Kamm scheren. Die Natur ist halt sehr vielfältig und dementsprechend gibt es da nicht nur Unterschiede in der Farbe, sondern auch in der Größe und vor allem auch in der Form der Blüten. Das war mein kleines Video zu Laelia Anceps. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Euer Carsten Tschüssikowski.